Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 5, dem 100% Läufchen. Letzte Folge sind wir... Kopfhörer rausgerissen. Letzte Folge sind wir über die große Brücke gelaufen, haben gegen Gilgamesh gekämpft, wurden dann durch die Barriere von Ex-Death quer über den Kontinent bzw. die Welt geschleudert, sind dann hier in die Goiseana-Region, sind dort gelandet und haben uns dort im Dorf ein wenig umgesehen in Regolé, haben dort gemerkt, dass wir ein bisschen was an Geld brauchten. Haben wir dann auch jetzt, beziehungsweise ich habe das neben den Folgen, zwischen den Folgen, getan. Meine Ausrüstung wie folgt. Barz hat hier 2 Orichalkum, das ist sehr schön. Die Morpheus-Klinge bei Lena und die Morpheus-Klinge bei Galluf und ja, bei ihr das Gaia-Gewand-Zauberhut etc. pp. Magie habe ich mir natürlich auch einverleibt. Und zwar hier die Zeitmagie, Stoppgar, Komet und so weiter und zurück. Beschwörung Titan müssten wir diese Folge mal angucken, haben wir nämlich ganz vergessen. Und ja, den Rest, den haben wir uns alles auch geholt. Ja, diese Folge wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden. Wir werden hier auf jeden Fall einige Monster nur herzeigen. Davon sind 2 Stück ganz schön hardcore, wenn man das mal so sagen kann. Eben im Probelauf hat es ja recht gut funktioniert. Ich hoffe, dass das jetzt auch hier eine Aufnahme dann klappt. Ich würde erstmal sagen, wir fangen an, laufen hier erstmal quer durchs Gemüse und sammeln erstmal die ganzen Gegner ein, die hier noch so rumrennen. An mit ganz komischen Gegnern. Feen-Ork nennt er sich. Fairy-Ork hier im Englischen. Ich greife einfach mal munter drauf los an. Er hat 1000 Lebenspunkte, ist schwach, absorbiert heilig, hat keine Schwächen, ist immun gegen Erde, da er ja schwebt, Frosch und Mini. Er hat die Abilities, einen Speer zu werfen, der 1,5-fachen Schaden macht. Und Paraklette zu zaubern, das ein Heilungszauber ist. Es kann auch manchmal passieren, dass wenn ein Charakter von uns stirbt, so rum, dass dieser Gegner denjenigen wieder aufkratzt. Also sehr, sehr komisches Gegnerchen. Blaumagie gibt's nichts. Stehlen könnten wir ein heiliges Wasser oder eine Potion. Nach dem Kampf gibt's wieder eine High Potion. Hui, wieder viel erzählen hier. So, das war Gegner Nummer 1 auf unserer Liste. Ich renne mal hier ganz zum Anfang zurück. Denn dort hatte ich die größte Wahrscheinlichkeit, dass dieser eine Gegner dort erscheint. Ja, da habe ich ihn auch schon, die Alraune dort im Hintergrund. Wir fangen erst mal an mit dem Gegner hier vorne im Vordergrund. Das ist der Verschlinger, im Englischen Devourer. Hat 1000 Lebenspunkte, keine Schwächen. Absorbiert Blitzattacken, ist immun gegen Mini. Hat die Ability, 10 Arms zu machen, was ein kritischer Angriff ist. Ansonsten ein Slimer, der uns ein bisschen verlangsamt. Keine blaue Magie, stehlen könnte man high pushen. Ohne am Kampf gibt's nichts. Dann haben wir noch den Mandrake, der da im Hintergrund ist. Die Alraune, hier im Englischen Mandrake. Auch 1000 Lebenspunkte, so gut wie jeder andere Gegner hier auch. Ist schwach gegen Feuer, immun gegen Frosch, Mini, Schlaf und Konfus. Hat die Ability, einen kritischen Angriff zu machen und Magensäure uns gegen den Wanz zu schmeißen. Stehlen könnten wir Augentropfen und Antidotes nach dem Kampf gibt nichts. Hui. So, da haben wir schon 3 von denen. Dann können wir getrost wieder zurückgehen.
So, wieder drei Schweinchen. Echt lustig, wieder, keine Ahnung. Als ich sie erstmal gesehen habe, dachte ich mir so ein LOL. Aber na gut. So, und da werden wir auch schon wieder feige von hinten angegriffen mit dem vierten neuen Gegner hier im Bunde. Der Teufelsrochen. Ich werde hier mal eben kurz auf Automode. Auf Automode schalten. Wenn ich dann irgendwann mal dran bin. Meine Tastatur das mitmacht, jawohl. Dann können sie munter angreifen. Und ich erzähle was dazu. Sie heißen Teufelsrochen. Virostris im Englischen. 1000 Lebenspunkte. Kommen auch wirklich nur hier immer in Fünfergruppen vor. Niemals alleine. Haben keine Schwächen, absorbieren Wasser, sind immun gegen Mini, haben die Ability, kritischen Treffer hier zu machen. Oder halt die Blaumagie, die wir auch lernen können, Transfusion einzusetzen, die ja sofortigen Tod verursacht bei dem Gegner und die Wasser, was er noch übrig hat an Lebenspunkten und so weiter, dann seinen Partner übergibt. Genau, stehen können wir, so wie nach dem Kampf, eine Potion bekommen. Und ich habe ja, wie gesagt, zwischen den Folgen gelevelt. Das habe ich hier bei diesen Teufelsrochen getan. Die sind auf jeden Fall überwiegend in diesen Wäldern hier rund um Regolé zu finden. Und sie geben satte 1700 Gil nach dem Kampf. Also ging das recht schnell mit diesen knapp 50.000 Gil, die ich da brauchte. Ich sag mal so halbe Stunde, ging das ganz gut. Und mit diesem Automode, ja, was willst du mehr, ne? 1200 Gil, 500 Gil, ein bisschen übertrieben, aber... Wie gesagt, das ging ganz gut. Erfahrungspunkte gab es auch noch. Recht nette dazu. Bleibt uns nur noch ein Gegner. Ein einfacher Gegner für diese erste. Und der sollte eigentlich hier auch zu finden sein. Ansonsten gucken wir mal. Ja, auch nicht. Ich hoffe, er kommt hier gleich mal irgendwo. Das blöde Viech. War hier sonst auch immer im Wald anzutreffen. Also, zeig dich. Ja, und da tut er es auch gleich. Oh, ich mache meinen Automodus wieder raus. Wo er gleich stirbt, er wird wahrscheinlich gleich sterben. So, gut. Noch mal abgefangen. Wir haben hier den Tunneler, beziehungsweise den Tunnelgräber im Deutschen. 1000 Lebenspunkte, ist schwach, er hat keine Schwächen, Immunitäten gegen Minischlaf, Paralyse und Schweigen. Hat die Ability, einmal Discord zu machen, was, oder so ein Geschrei oder wie das hier heißt, und das Level dadurch zu halbieren. Schriller Schrei heißt es, glaube ich, hier im Deutschen. Blaumagie lernen wir nicht. Wir können eine Phönixfeder stehlen und nach dem Kampf gibt's eventuell einen Äther. Nein, gab's keinen. Okay. Oh, jetzt wird's hardcore. Ich habe eigentlich gar keine Lust. Jetzt, pass auf. Erst einmal müssen wir hier ein bisschen was umstellen. Und zwar geht's. Ich glaube, hier ist das noch egal. Werden wir auf jeden Fall die Fähigkeiten von Galuf. Wir brauchen das Plündern, muss definitiv weg. Wir brauchen auf jeden Fall das Kontrollieren. Brauchen wir. Bei Lena würde ich gerne Blaumagie mit reinnehmen. Und vielleicht die... Also ich habe jetzt hier einen Gegner, der hier rumrennt. Gleich, erzähle ich gleich mehr dazu. Den könnten wir auf zwei Arten besiegen. Und ich hoffe, dass einer davon funktioniert. Da er ein bisschen hardcore ist. So, ich werde hier mal eben... einen Speicher machen, damit wir dann auch safe sind. Den überspeichern wir mal hier. Blups. Okay, und dann wollen wir mal gucken, ob wir den, bevor wir da in dieses Schlösschen hier reingehen, das ist übrigens Kusa, Schloss Kusa, werden wir versuchen hier... die Kusa-Bestie herzuzeigen. Und das Viech ist mit allen Wassern gewaschen. Es ist sehr, sehr schwierig. Es hat 5000 ganze Lebenspunkte, wäre schwach gegen Wind. Es hat Immunitäten, Frosch, Mini, Altern, Schlaf, Paralyse, hat die Ability, Rush, einen Rush-Angriff zu machen. Oder halt einen Fragezeichen-Angriff, der auf jeden Fall 1300 Schaden macht. Und ich sehe, ich habe schon wieder gar nicht geheilt, super vorbereitet. Er wird uns auf jeden Fall töten, dieser Angriff. Egal von wem, man geht Gott sei Dank nur auf einen. Hier gibt es jetzt, ja, ist natürlich auch der Blaumagie-Zauber, ich glaube, den haben wir auch schon. Stehen können wir nichts und am Kampf gibt es eventuell ein Elixier. So, hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens, Galuf haben wir ja das Kontrollieren gegeben, wir versuchen dieses Viech zu kontrollieren. Oder zweitens, wir werden mit Lena die Deathclaw wirken und dann angreifen. Das, die Deathclaw bringt ja den Gegner nahe des Todes und einen Angriff, sollte das eigentlich erledigt sein.
Aber mal gucken. Ich werde hier auf jeden Fall abwehren. Hier werden wir es mal versuchen, die Todesklaue einzusetzen. Hier werden wir heilen. Und da versuchen wir kurz zu kontrollieren. Bitte, bitte, bitte. Daneben. Okay, dann müssen wir versuchen, mit Bart anzugreifen. Nein, jetzt mache ich das schon wieder. Unglaublich. Ich versuch's hiermit. Ja, das blöde Merken hatte ich drin. Aber Gott sei Dank. Ah, Mensch, Bart hätte es doch machen können. Die hatten natürlich diese Kackmerken drin. Jetzt musste Galuf dafür glauben. Dran glauben. Naja, immerhin haben wir hier die Kusa-Bestie besiegt. In der einen Taktik. Mit der Deathclaw. Gott sei Dank. 1000 Gil, 333 Erfahrungspunkte nur, aber dafür 3 FP. Nicht schlecht. So, wir müssen erstmal Galuf wieder aufkratzen. Galuf wird jetzt interessant und wichtig werden für das nächste Vorhaben. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Warum mache ich das überhaupt? Warum mache ich das überhaupt? Weil ich alles herzeigen muss. Es wird echt schwierig jetzt. Also, wir werden jetzt gleich Schloss Kusa betreten. Das heißt, wir müssen, sollten auf jeden Fall alle die in das Reihe stellen. Wichtig ist hier gerade jetzt dann in dem Kampf wirklich nur Galuf, der sein Kontrollieren hat. Ausrüstung bleiben wir bei dem bei Orichalken. Wir sollten aber alle Waffen ablegen, die sonstige Zustandsveränderungen bewirken. Verdammt, falsche Taste. Mal wieder. Genau, so. Die legen wir auch ab. Und den Parierdolch. Parierdolch. Ne, pariert manchmal Tank. Ist okay, das lassen wir dran. Also nur die beiden Schwerter weg. Bart hat ja Gott sei Dank keinen Zeug drauf auf den Waffen. Und dann werden wir hier nochmal Hals speichern, damit wir jetzt die Kusa-Bestie wenigstens schon mal im Sack haben. Gar nicht so einfach. Und dann gehen wir in das Schloss hier. Kusa, das Schloss der Siegel. Und ich möchte gern bis oben hin und wieder raus. Es könnte gefährlich werden. Ich versuche mein Bestes. Wir laufen schnurstracks geradeaus. Schnurstracks geradeaus. Und da kommt der Kampf. Da kommt der Kampf. Wir haben hier die Bestie Schilddrache vor der Nase. Mein Gott. Ja, die Schildbestie hat ganze, halt dich fest, zwar also 19.999 Lebenspunkte, also knapp 20.000 MP. 20.000 hat keine Schwächen, ist immun gegen Todstein, Frosch, Mini, Schlaf, Paralyse, Konfusion, Stopp. Hat Auto-Abilities, Reflekt, Protect und Shell. Super, oder? Abilities, eine Noxilli auszuführen, der uns verwirren lässt. Diesen Angriff macht das Viech auch, wenn wir sie mit physischen Attacken angreifen würden. Danach gibt es noch einen Reform, dass er sich heilen kann. Ein Zombie-Atem, der uns Zombie verlieren lässt. Fliehen wird sie auch, wenn wir ungefähr die Hälfte der Lebenspunkte abgezogen haben. Ja, stehlen könnten wir ein Mithril-Schild oder ein Goldschild. Und am Kampf würden wir auch noch ein Goldschild eventuell bekommen. So, jetzt gibt es eine Besonderheit. Wir könnten das Viech sogar tatsächlich auch fangen. Und wenn wir es dann wieder freilassen würde das Viech einen Zauber, der sich Almagest nennt, zaubern, der ein verdammt heftiger Holy-Zauber ist und zusätzlich noch Sap auf den Gegner wirft. So, wir wollen jetzt aber hier die Taktik bei diesem Schildran an den Tag legen, dass wir versuchen, es zu kontrollieren, denn nur so können wir es gerade jetzt besiegen. Deswegen werden wir hier abwehren. Abwehren. Hier werden wir vielleicht nochmal ein Vitra einfach mal... Oh, ich hasse es! So. Dass ich mich da immer verdrücken muss. Und wir versuchen es hoffentlich. Kontrollier es. Kontrollier ihn. Kontrollieren. Kontrollieren. Nein! Please! Do it. Wir verfahren mit demselben Zeug wie eben auch nochmal. Und wir hoffen, dass wir es kontrollieren können. Kontrollier es. Kontrollier es. Mein Gott! Es war klar. Ja, in der Probe, ne? In der Probe, sag ich mal. Da hat das natürlich super funktioniert. Ja, gleich beim ersten Mal, ne? Gleich beim ersten Mal. Und ich hoffe, dass wir, falls wir da hier echt gut durchkommen und das Viech kontrollieren können. Bis jetzt ist es ja noch, es hält sich sehr human. Es ist, als ob wir. Wir machen ja auch gerade gar nichts. Wir heilen uns nur, wehren ab. Wir greifen das Viech gar nicht an. Oh, komm, Galuf, Alter. Gibt's doch gar nicht. Ich habe Angst! Gut abgewehrt, Lena, gut abgewehrt.
So, komm jetzt. Alter, das gibt's doch nicht. Wie der Zufall es natürlich wieder will. Es will nicht kontrolliert werden, das Vieh. Ah, jetzt. Ich glaub's ja nicht. Hui. Gott sei Dank. Also wir werden trotz allem die Merken, das Merken hier quasi erstmal drin lassen. Heieiei. Denn wir müssen ja auch irgendwie wieder rauskommen. So, also, ihr seht schon, wir kontrollieren das Viech. Das ist sehr gut. Und wir können es mit dem Angriff Flamme ordentlich verletzen. 4999 Schaden. Sauber. Ja, das Viech bleibt dann Gott sei Dank trotzdem noch unter Kontrolle. Ich glaube, wenn es sich selbst angreifen würde, dann würde es nicht mehr unter Kontrolle sein. Ist ungefähr so wie bei dem Schlafzustand, dass man da halt trotzdem Schaden nimmt und immer noch weiter pennt. Oh Gott. Es ist gar nicht so einfach. So, einmal glaube ich noch. Jawollo. Und schaut mal her, 1000 G und satte 2500 Erfahrungspunkte plus 5 FP. Ist das was? Das ist doch was. Das ist doch etwas, das ist doch was. Ha, und jetzt hoffen wir nur, dass wir bis zum oberen Ende durchkommen und nicht nochmal kämpfen müssen. Das wäre doof. Upsala. Denn wir kommen hier in den Raum der Siegel. Was ist denn hier los? Gallo fragt sich, hä? Hä? Beim Barte meiner Großmutter! Das müssen die 12 versiegelten Waffen sein! Sie existieren also tatsächlich! Ich dachte, sie wären nichts weiter als eine Legende! Diese Waffen wurden vor 1000 Jahren im Kampf benutzt? Sie sind alle versteinert! Man kann wohl nicht erwarten, dass sich sowas über ein Millennium hält! Tja. Nun, wir sehen hier 12 verschiedene Waffen. Alle eingeschlossen. Eine der 12 legendären Waffen. Excalibur. Und ich will gerade mal gucken. Ich lese mal eben vor, was hier alles für Waffen drin sind. Also hier, ne, geradezu. Gerade hier Excalibur. Dann rechts daneben. Ich zähle jetzt mal so im Uhrzeigersinn rechts runter. Haben wir dann den Assassinendolch. Dann haben wir noch Sasukes Katana. Holy Lance. Also die heilige Lanze. Eine Runenaxt. Masamune. Yoishis Bogen. Der Feuerwhip. Der Sage Stuff, Wizard Rod, der Apollo Harfe und die Erdglocke. All die Sachen gibt's hier drin zu finden, doch wir können sie nicht öffnen. Leider. Dazu brauchen wir viel später noch ein paar Sachen. Hier glänzt zwar was, aber da passiert leider nichts. Verdammt. So, jetzt müssen wir hier nur noch rauskommen, ne? Dann hat sich ja alles gelohnt. Ah, und ich hoffe, das läuft. Wir versuchen's. Augen zu und durch. Vielleicht müssen wir nochmal gegen den Schilddrachen kämpfen, aber das ist dann halt so. Das war Nummer 1. Und... oh Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Ring. Ja, da. Lol. Ich glaub's ja nicht. Ach, alles geschafft. Juhu. Ich freue mich. Und weiter geht's. Jetzt bin ich viel besser drauf. So, da können auch die Teufelsrochen nichts mehr dran ändern. Ich habe ja versprochen, dass wir hier diese Folge noch ein bisschen was herzeigen wollen. Das machen wir jetzt auch. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt gerade alles kann. Rotmagie. Ich glaube, ich kann das jetzt noch gar nicht mehr. Der nächste Kampf machen. Oh, nächste Kampf schneller den wieder raus und dann ist gut. Oder? Zeitmagie. Nein, doch, wir können dir schon mal was herzeigen. Und zwar hier den Kometen. Geht leider nur auf einen. Kann es auch nicht ändern. Kann ja auch nicht auf alle gehen, leider. Nehmen wir den hier. Ich habe jetzt natürlich auch wieder keine Waffen, aber ich bin voll vorbereitet für den nächsten Kampf. Wir könnten natürlich jetzt auch hier drauf gehen. Wir sehen schon, macht satten Schaden, oder? So, werfen wir hier einfach mal Rolle des Blitzes. Und was machen wir hier? Was machen wir hier? Ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß es doch auch selber nicht mehr hier. Himmelswind, heilen. Muss sein. Und dann müssen wir uns wieder richtig ausrüsten, damit das auch wieder ordentlich läuft hier bei uns. Dann klappt's. Oh, Nachbarn. Blitzrahn. Ring. Macht ordentlich satten Schaden. Haben wir noch was Tolles gelernt? Ja, Gemarka. Könnten wir uns auch mal angucken. Hier können wir den Kampf wieder zurück zu resetten. Das mache ich jetzt aber nicht. Wir müssen uns auf jeden Fall Titan noch anschauen, die Beschwörung. Das haben wir noch nicht gemacht. So,
fast alle gemacht. Außer einer, war nicht schlimm. Bing. Runde des Blitzes. Hätte ich, glaube ich, auch keine Waffen gegeben, ne? Auch Boxen drin. Naja, gut. Okay. Haben wir uns da schon mal den Komet angeguckt? Gucken wir ihn eben uns nochmal an, wenn das Viech hier einfach nicht verrecken will. Sieht ganz lustig aus. Ne? Finde ich auch. So, schön. Erstmal wieder umrüsten. Bartz, der sah okay aus. Mal alles mit optimieren. Zack. 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 So, alle wieder da. Reihe. Nach vorn, nach vorn, nach vorn. Schön. Dann noch Fähigkeit, Faris, nicht mehr Weißmagie, sondern einfach mal beschwören. Damit wir hier den nächsten Kampf, den wir jetzt gerade nochmal angucken, auch nochmal. Ja, alle hochkalt. Auch nochmal uns den Titan dann angucken können. Warum auch nicht? So, ihr seid diejenigen welchen, die das halt haben wollen. Dann schauen wir doch mal. Wir wehren hier ab, wir wehren hier ab. Und dann beschwören wir hier Titaninho. Und dann gucken wir uns den mal an. Gaias Wut! Tja, war irgendwie nur ein Erdbeben. Er fällt von der Decke. Das war's, aber er macht satten Schaden. Also, der mächtigste Aufruf gerade, den wir haben. Sehr schön, oder? Okay, Doc. Ja, die Teufelsrochen haben eben auch nochmal Titan abgekriegt. Kostet mich zwar Tonnen an Mana, aber jetzt ist es, glaube ich, gerade erstmal egal. Was machen wir? Was machen wir? Wir gehen hier nochmal in den Wald rein. Komm. Gucken uns da nur mal um. Oh, was ist das denn da? Wen haben wir denn da? Den kennen wir doch. Und die Musik. Die kennen wir doch auch. Oder? Ganz lustig hier mit dem, ne? Dass man hier auch unter die Bäume gucken kann. Also hier ist wirklich nichts weiter im Wald. Irgendwie, ich sehe hier auch nichts. Wenn wir mal den da... Das ist doch hier so ein Hallo? Und tschüss. Was war das? Cooper! De Fuck? Was macht denn ein Mokri an einem Ort wie diesem? Mokri? What is that? Galuf nickt. Komische kleine Wesen, die im Wald leben. Sind aber ziemlich scheu. Man sieht also nicht oft welche. Hat man gemerkt, dass sie ziemlich scheu sind. Lass uns ihm helfen. Ja, wenn Lena das sagt, machen wir das. Aber nicht in dieser Folge. Wir drehen wieder um, gehen auf die Weltkarte. Damit ich hier endlich diese Stressfolge beenden kann. Doch, eigentlich recht lang geworden. Na, was heißt recht lang? Sie ist länger geworden, als ich auf jeden Fall dachte. Ah. Ja, wir haben alle Gegner hier auf dem Land Glossiana. Mein Gott, ich kann den Namen nicht merken. Glossiana haben wir alle Gegner hergezeigt. Wir haben ja die normalen Gegner. Wir haben die Kusa-Bestie gelegt. Wir haben den Schilddrachen sogar auch besiegt. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, dass das doch so geklappt hat. Und wir haben jetzt sogar noch eine Trophäe bekommen, als wir diesen Mokri da getroffen haben. Und die nennt sich Kupo, wenn wir die Mokri getroffen haben. Ja, genau. Ja, das soll es erstmal wieder gewesen sein hier für diese Folge von Final Fantasy Numero 5. Schauen wir uns dann mal in der nächsten Folge um, ob wir dem kleinen Mokri nicht aus seiner misslichen Lage befreien können. Würde mich freuen, wenn du da auch wieder mit dabei sein würdest, dich hier vor den Bildschirm gesetzt auf die andere Seite und mir von hinten zuguckst. Oder so ähnlich. Also, Ding Dank auf jeden Fall erstmal wieder hier, dass du mit dabei gewesen bist bei Final Fantasy 5, dem 100% Lauf. Würde mich freuen, dich dann nächste Folge wiederzusehen. Haben noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Lass dir dein Essen schmecken. Wann und wo du auch immer bist und dich befindest. Also, mach's gut, bis denne. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.